durften wir einen Garten komplett neu gestalten. Bei unseren Kunden handelt es sich um ein Best-Ager-Ehepaar, die sich den Garten für ihre jetzigen Bedürfnisse umbauen lassen wollten. Wichtig war es dem Ehepaar, dass der Garten Platz für sportliche Aktivitäten, aber auch für Erholung bietet. Ebenso sollten bestehende Bäume in die neue Gartengestaltung integriert werden. Auf Grundlagen des Kundengespräches haben wir zwei Gartenentwürfe entwickelt, aus denen die Kunden ihren Favoriten wählen konnten. Das Gewinnerprojekt wurde dann in Zusammenarbeit mit ihnen im Detail ausgearbeitet und präzisiert. Um die Planung übersichtlich zu halten, haben wir die Neugestaltung in drei Bereiche unterteilt. Den Hauptgarten im Zentrum der Liegenschaft, den Bereich zwischen der ersten Garage und dem Haus und als drittes den Bereich zwischen der zweiten Garage und Haus. Der nördliche Gartenraum auf der Rückseite des Hauses wurde nicht in die Gartenplanung einbezogen, da dieser Gartenteil vom Kunden nicht genutzt wird und schon eine etablierte Pflanzung aufweist. Der südwestliche Gartenteil besteht aus einem langgezogenen Pflasterweg, der die erste Garage mit dem Hauseingang verbindet. Nach etwa 10 Metern öffnet sich der Raum. Der Eingangsbereich greift die klare Formsprache des Gebäudes auf. Die geometrischen und organischen Formen strahlen Ruhe aus. Der große japanische Ahorn im Hintergrund wurde auf Wunsch des Kunden in die Gestaltung integriert. Er ist der Blickfang des Gartenraumes. Die Mauer hinter dem Ahorn wirkt wie eine Leinwand für den Baum. Die Farben und Blätter kommen so hervorragend zur Geltung. Der südöstliche Gartenbereich verbindet die zweite Garage mit Haus- und Haupteingang. Dieser Bereich wird durch eine langgezogene Bepflanzung aus Stauden und Gehölzen aufgewertet. Die neu angelegte Treppe mit Handlauf ermöglicht jetzt einen sicheren und komfortablen Zugang zum Hauptgarten. Durch die Stützmauer aus Naturstein konnte neben der Treppe ein großzügiges Pflanzbeet angelegt werden. Der Hauptgarten wird auf beiden Seiten von den zwei Garagen gefasst. Nördlich stellt das Haus die räumliche Grenze dar und im Süden gewähren die Mauern Sichtschutz und Privatsphäre. Durch die geschwungene Rasenkante und die versetzte Anordnung der Mauern bleibt ein offenes, freies Gefühl erhalten. Zur Neugestaltung gehörte auch die Gestaltung eines Schwimmbades mit Holzdeck und Outdoor-Dusche. Dem Kunden war es wichtig, trotz des Sichtschutzes eine schöne Aussicht zu haben. Dies erzielten wir durch die Gestaltung verschiedener Entfernungsstufen. Der bestehende Trompetenbaum vor dem Haus bildet die erste Stufe. Die größeren Gehölze zwischen den Mauern vermitteln die nächste Entfernungsstufe. Der Waldrand als weitere Stufe wird visuell ein Teil des Gartens. So erhält die Aussicht eine Tiefenwirkung bis zum Horizont. Auf unsere Empfehlung hin werden bei Nacht die Großgehölze zwischen den Mauern indirekt beleuchtet. Somit wird der Garten auch bei Nacht zum Erlebnis und der Innenraum verschmilzt mit dem Außenraum. Dank der genauen Planung zu Beginn konnte das Projekt termingenau und mit Einhaltung des Budgetrahmens verwirklicht werden. Die Kunden waren so zufrieden, dass wir bis heute die Unterhaltsarbeiten durchführen und die Entwicklung des Gartens miterleben dürfen. Ein Garten zeigt erst nach einigen Jahren sein geplantes Bild. Lehnen Sie sich jetzt zurück und genießen Sie den neuen Garten und seine Entwicklung in den Folgemonaten. Achim Karpf Gartenvisualisierungen.